So, jetzt kann ich jetzt mal die Schulden ja zurückbezahlen. Dann sind wir auch diesem Level schuldenfrei. Okay, das Jetski zieht ein paar Leute an. Zwar nicht die Masse, aber es ist immer eine neue Attraktion. Was haben wir denn für Wartezeiten beim Küstengolf? 12 Minuten. Ich glaube, das ist das, was die Gäste gerade noch so tolerieren. Halt. Eine Wasserrutsche. Achso, Twister hatten wir jetzt noch. Jetzt kommt die Wasserrutsche. Brauchen wir erstmal den Twister. Der kommt. Vielleicht nochmal hier hinter, aber damit die Leute nochmal ein bisschen hier hinter getrieben werden. Rotodrop-Defekt. Beim Rotodrop-Stationsbremsen versagen, das wäre es. Und die klitschen dann alle dort unten ran. Nee, das ist eigentlich gar nicht lustig. Ich ziehe das zurück. So, der Twister. Immer schön mit Attraktion nachlegen. 3 Mark schlage ich hier vor. So, was haben wir jetzt im Oktober? 17. Oktober. Wir haben schon 5, 6. Das muss doch aber jetzt gleich mal reichen. Die 8000. Weil normalerweise, wenn man sowas hat, dann war das doch eigentlich sofort beendet. Das Level. Gerade hier Nevermore Park. Sobald wir die 10 Achterbahnen hatten, war es beendet. Aber hier steht ganz klar: monatliche Einnahmen von mindestens 8000 aus dem Verkauf von Fahrkarten zu erzielen. Das haben wir jetzt gleich einen dritten Monat in Folge. Vielleicht muss man das auch wirklich ein Stück in Folge haben, ich weiß es nicht genau. Ja, wir warten einfach mal ab, den Oktober, vielleicht haben wir Glück. So, 22. Oktober, 8000 sind gleich erreicht. Das hat durch die Preiserhöhung, die Preisanhebung, die haben mir den entscheidenden Schub gebracht, würde ich mal sagen. Die Wasserrutsche würde ich jetzt eigentlich nicht noch mal bauen. Meiner bescheidenen Meinung nach. Man könnte aber vielleicht noch Achterbahn im Weg, aber ich komme hier gar nicht mehr weg, oder was? Wer hat den Mist denn geplant? Ach so, ja, ich war das. Weil ich ja sonst nämlich noch einen Weg irgendwie hier rumgebaut. Und wenn sich das eh gleich erledigt hat. So, ist immer am 25. Oktober. Der Gäste haben eine aufregende Attraktion. Aber ich hoffe, das reicht jetzt hier, um das Level endlich zu schaffen. Kann ich den Weg irgendwie anders bauen? Nee, ne? Von hier rum ist ein bisschen sinnlos. Oder gibt es noch irgendwie andere Möglichkeiten, wo ich im Untergrund was habe? Nee, ne? Oh, da müsste man irgendwie... Na gut, ist das halt so. Die Warteschlange jetzt verkürzen, um hier hinten rauszubauen, will ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Man könnte die höchstens dann noch irgendwo... Nee, da ist ja auch die Achterbahn im Weg. So, jetzt regnet es erstmal wieder, aber es macht, glaube ich, jetzt am Ende auch nichts mehr. Ich hoffe mal, dass das Level jetzt gleich beendet ist, wenn das Jahr umschwenkt. Es wird eigentlich nur eine relativ kurze Aufnahme werden, aber
So, warum liegt hier jetzt schon so viel Erbrochenes rum? Kann mir das jemand erklären? So, 10.000 geschafft. 31. Oktober, Oval-Defekt. Sicherheitsabschaltung, das müsst ihr eigentlich gleich mal, hoffentlich. Die Info kommen. Immer noch nicht. Von was ist denn das jetzt abhängig? Wir haben das doch geschafft. Oder müsst ihr das noch einen Monat machen? Dass das komplett hier den ganzen. Die ganze Linie sein muss? Wie war denn das bei den anderen Leveln? Die dieses Ziel hatten. Wie war denn das da? Ich lege direkt nochmal eine Werbekampagne nach, ja. Dass frisches Geld reinkommt mit Besuchern. Also ich wollte jetzt noch die Wasserdings bauen. Ne, was war das? Die Wasserrutsche? Ich würde ja nochmal der Einfachheit halber schnell mal das. Achso, das scheitert daran, dass ich wahrscheinlich. Nicht die Möglichkeit habe, dass hier. Warte mal, hier ging das doch gerade. Wo war denn das jetzt, wo das gerade ging? Wahrscheinlich auch nur für Haufen Kohle. Hä, hey, das tat doch gerade unten auf den Kaufpreis springen, was anzeigt, dass man. Hier, warte mal, hier. Hallo? Das ist ja aber zu weit, da musst du wieder ewig einen Weg bauen. Esse ist defekt, hier würde das vielleicht hinpassen. Kam doch auch gerade hier irgendwo der Preis. Kann ich das noch ein Stück näher ranbauen? Ich kann es sogar auch hier drüber bauen. Hä? Der zeigt zwar Kosten an, aber das geht nicht. Willst du mich verarschen? So ginge das. Ja, die spannende Frage ist jetzt, wie man das jetzt hier anbindet. Die Kino kommt jetzt auch. Das ist natürlich gefährlich für die Leute, nicht dass die hier ertrinken. An dem Abschnitt. Oh, jetzt geht das dort nicht. Oh, Leute. Dann halt so. Damit es nicht sofort anbindet. Da müssen wir aber jetzt das Warteschild hier wegmachen, dass die Leute dorthin kommen. Kitty Coaster Defekt. Sicherheitsabschaltung. Warum steht denn eigentlich auf voll? Na gut, dann bleibt es auf voll. So, jetzt regnet es erstmal wieder. Ja, das kennt man ja nicht anders von diesem Park. Nur am Regnen. So, wir haben jetzt 5.000 und sind bei 17. März. Also das müsste, wenn auch knapp, müsste sich das ausgehen. Twister ohne Warteschlange, das liegt wahrscheinlich eher am Regen. Genau.
Looper ohne Warteschlange liegt auch am Regen. Ja, jetzt kommen sie alle. Aber hier mit dem Ding fahren die mit, ne? Oder was? Zählt das hier als Indoor-Attraktion hier, diese paar Flutschis? Oder weil die hier sowieso nass werden auf der Bahn? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das ist doch verrückt. Das 3D-Kino haben wir noch. Ja komm, wir stellen das gleich mit hier her, damit das hier auch so ein bisschen... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so verschandelt haben hier die Ecke. Ach, das ist hier eh zu hoch, wo die stützen. Na dann... Müsste man das eigentlich neben die Esse stellen, dass das so aussieht wie irgendwie hier eine Radaranlage oder sowas. Regenradar. Genau, hier oben so ein Radardom auf der Insel. Spionage. Ja, warte mal, ich muss das nochmal ein Stück korrigieren. Spionage getarnt als Freizeitpark. Speicher nochmal ab, falls sich das Spiel jetzt gleich überlegt, ob das reicht. So, warte mal. Stopp. Was da schon wieder für Kotze rumliegt, erbrochenes, Entschuldigung. Achso, da kommt schon einer, der es wegräumt, aber bitte mal ein bisschen schneller. So, 7,5 haben wir jetzt. Wir sind am 26. März. Also, na gut, jetzt kommt der Wagen hier, der wird voll. Das wird dann hoffentlich reichen, um auf die... benötigten Besucher zu kommen. Beziehungsweise das, was wir brauchen, um das Ziel auch zu erreichen. So, das kommt hier unten rein. Eröffne ich gleich so, wie es ist hier. 3 Mark. Mäusezirkus. So, 8000 erreicht. Ein paar Bänke hin, dass die Leute sich auch hier ausruhen können. Splash-Effekt. Sicherheitsabschaltung. So, es müsste doch aber jetzt gleich. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Oh, man muss echt das 4 Monate in Folge machen. Okay. Naja, gut, wieder was gelernt. So, geschafft. Das war doch mal im Vergleich zu Nevermore Park ein schnelles Szenario. Gehen wir auch direkt raus. Nicht speichern. Jo. Wieder eins geschafft. Pacifica, hier sind es auch nur noch 5. Hier sind 6. Und hier ist es 1. Wie gesagt, das nächste Level konntet ihr aussuchen. Und da bin ich doch mal gespannt, was es wird. Thunder Rock. Nee, ich will jetzt keine Canary Mine spielen, danke. Thunder Rock, Pickle Park oder Urban Jungle. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video jetzt hier seht, ist die Abstimmung bestimmt schon lange vorbei. Also, wenn ihr keine Abstimmung verpassen wollt, dann heißt es ganz einfach abonnieren und die Glocke drücken. Und dann sage ich dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.